0-0 Sieg gegen Chemie, nach dem dritten Spiel unbesiegt, das dritte Unentschieden in Folge. Ich habe es die letzten beiden Wochen schon gesagt, könnte schlechter sein, aber ich denke mal, erwartet hat man es nicht, oder? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, wer was erwartet hat. Wir denken von Woche zu Woche. Wir hätten schon die Möglichkeit gehabt, Spiele zu gewinnen. Das haben wir heute eher weniger gehabt. Ich fand es schon mal sehr ausgeglichen. Auf beiden Seiten ein paar Halbchancen, aber ja, am Ende ist es schon ein gerechtes Unentschieden. Du hast gesagt, gerechtes Unentschieden. Chemie bisher hier nur einen Sieg geholt. Die Jungs haben auch die Stimmung gut aufgenommen, die Chemie hier gemacht hat. War ja gefühlt für die mehr ein Heimspiel. Ja, leider. Vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin, dass wir auch dann gegen solche Gegner ein Heimspiel haben. Ja, Chemie ist, gerade zu den Jungs gesagt, die werden richtig viele Punkte holen dieses Jahr. Sehr unangenehm, sehr robust, sehr physisch. Und da geht es erstmal für unsere junge Mannschaft darum, das anzunehmen. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht so gut gemacht, in der zweiten dann schon wesentlich besser. Und ich hoffe einfach, dass wir das dann in Zukunft über 90 Minuten auf dem Platz bekommen, wenn wir auch wieder Spiele gewinnen. Nächste Woche Pokal. Wie ist jetzt der Ausblick auf die nächste Trainingswoche? Ja, wird eine sehr harte Woche, weil wir vom Turnus jetzt in der Woche nochmal einen Reiz setzen wollen. Wird knüppelhart und, ja, und nehmen wenig Rücksicht auf das Spiel am Samstag. Wohl wissen, dass wir da auf jeden Fall weiterkommen wollen und müssen. Dann ist danach Mittwoch Eilenburg, wird jetzt also eine stramme Zeit erstmal. Ja, Eilenburg brauchen wir nicht drum herum reden. Sind Gegner auf Augenhöhe, was so den ganzen Rahmen betrifft. Und da in diesen Spielen müssen wir da sein, wollen wir da sein, werden wir auch da sein. 0-0 gegen Chemie, gerechtfertigt? Ja, klar hätten wir gerne 3 Punkte mitgenommen und weil wir auch eine halbe Stunde in Überzahl waren, hätten wir gerne wirklich heute den Sieg eingefahren. Aber im Endeffekt standen wir defensiv sehr gut heute, haben nicht viel zugelassen. Wir hatten eine Großchance, wo sie auf der Linie klären, da kann man das Spiel dann 1-0 gewinnen, aber wir müssen uns mehr Chancen rausspielen, aber ich bin da optimistisch, dass wir das im nächsten Spiel auf jeden Fall hinkriegen. Du hast gerade gesagt, 30 Minuten in Überzahl. Ist man vielleicht ein bisschen verärgert darüber, dass man die 30 Minuten Überzahl nicht so genutzt hat? Ja klar, wir hätten gerne 3 Punkte mitgenommen, aber man muss dazu sagen, Chemie ist eine gestandene Regionalligamannschaft, die sind eklig. Es ist nicht einfach, gegen die auch einen Punkt zu nehmen und deswegen ist es in Ordnung und wir sind zufrieden. 3 Punkte nach 3 Spielen, wie sind so jetzt die ersten Wochen? Klar, 3 Punkte hören sich erstmal nicht so viel an, aber wir sind ungeschlagen, 3 Spiele nicht verloren und es gegen wirklich ordentliche Gegner und eklige Gegner. Und wir wollen jetzt zusehen, dass wir so schnell wie es geht den Sieg einfahren und dann werden wir schauen. Und nächste Woche im Pokal weiterkommen. Richtig, genau. Zum Unentschieden kommen, herzlichen Glückwunsch. Du durftest das erste Mal heute der Kapitän sein. Wie war das? Ja, danke schön erstmal. Genau, kenne ich noch aus meinen 19 Zeiten, da bin ich auch als Kapitän aufgelaufen. Aber genau jetzt bei einer Männermannschaft erstes Mal. Ist natürlich eine Ehre, hat Spaß gemacht. Und genau, wir sind ein sehr junges Team. Das heißt, Verantwortung übernehmen, nicht nur für mich, weil ich die Kapitänsbinde hatte, sondern für alle anderen genauso. Unentschieden nächste Woche, sage ich schon. Unentschieden heute, war es gerechtfertigt? Ja, denke schon. Am Anfang haben wir vielleicht sogar ein bisschen Glück, dass wir kein Gegentor fressen. Ansonsten war es ein Spiel mit nicht so vielen Torchancen. Haben wir eigentlich sehr gut wegverteidigt. Nach vorne speziell ab der roten Karte war das nicht gut genug gespielt von uns. Zu viele Chipbälle ins Kopfduell oder ins letzte Drittel, die nicht torgefährlich waren. Ich finde, wir hätten einfach noch selbstbewusster unser Spiel durchziehen müssen. Also mutig, flach in die Räume spielen, 10er-Räume, 6er-Räume und mit Zug, mit Tempo. Und irgendwie war das heute nicht gut genug. Und deswegen auch in Überzahl haben wir da das Spiel nicht mehr gezogen. Nächste Woche Pokal, was nehmt ihr euch da vor? Ich denke mal erstmal weiterkommen und danach ist ja Mittwoch schon Eilenburg, also steht jetzt erstmal eine stramme Zeit bevor. Genau, nächste Woche eine englische Woche, klar, erstmal Pokal weiterkommen, Pflichtaufgabe erfüllen und dann gegen Eilenburg hoffentlich endlich mal den ersten Dreier einfahren.